Guten Abend zu einem Tagesthemen-Extra am Abend eines Tages, an dem in der Regierungskrise alles denkbar ist. Von Kompromiss in letzter Sekunde bis zum Bruch der Koalition. Und noch immer ist nichts entschieden. Und deswegen schalten wir gleich nach Berlin zur Leiterin unseres Hauptstadtstudios, Tina Hassel. In diesen Minuten sollte der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammenkommen. Ist es denn auch passiert? Nein, Ingo Zamperoni, im Moment hängt man noch etwas im Zeitplan. Im Moment tagen noch die Unionsspitzen im Konrad-Adenauer-Haus. Das ist aber kein schlechtes Zeichen, sondern eher ein gutes. Wir hören aus diesem Treffen, dass man relativ nah an einer Lösung zu sein scheint und dass von daher es sich jetzt etwas lohnt, dass sich die beiden Unionsschwestern da verständigen, damit man dann jetzt bald im Kanzleramt beim Koalitionsausschuss dann auch der SPD sagen kann, was denn in der Regierung umgesetzt werden soll. In welche Richtung so ein Kompromiss aber gehen könnte, das ist noch nicht rausgesickert, oder? Doch, rausgesickert, aber noch nicht bestätigt, das muss man sagen. Aber wir haben von mindestens einem Mitglied aus dem Vorstand gehört, dass es in diese Richtung geht. Ist das es jetzt doch so eine Art Transitzonen, also nach dem Flughafenprinzip Zentren geben soll in der Nähe der Grenze, in denen Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive im Grunde erst einmal untergebracht sind, die dann ein Schnellverfahren durchlaufen sollen und dann eben zurückgeschickt werden. Das ist kein neuer Vorschlag. Der war schon 2015 auf dem Tisch gelegen. Damals hatte aber die SPD unter ihrem damaligen SPD-Parteichef Gabriel noch gesagt, das sind Lager an der Grenze und dann sind alle zurückgezuckt. Dieser alte Vorschlag scheint jetzt wieder neu auf dem Tisch zu liegen. Dann muss man natürlich gucken, was die SPD dazu jetzt sagt. Aber bleiben wir noch mal bei der Union kurz. Und hat Horst Seehofer heute ja der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, in dem er sagt, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. Ist mit einer solchen Aussage, egal welcher Kompromiss jetzt gefunden wird, das Tischtuch da nicht endgültig zerschnitten? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil wir viele Abgeordnete gesprochen haben, durchaus auch CSU-Stimmen, die einfach wirklich den Kopf geschüttelt haben über diese Äußerung so kurz vor einem Treffen. Das hat Horst Seehofer ja heute der Zeitung gesagt, bevor er hier hingefahren ist. Und er hat das damit ja auf einen sehr persönlichen Konflikt gebracht. Wenn jetzt also doch eine Lösung in der Sache gefunden wird und Horst Seehofer Innenminister bleibt, dann wird das zumindest auf der, ich sage jetzt mal, Vertrauensbasis noch schwieriger als das ohnehin ja hochkomplizierte Verhältnis zwischen der Kanzlerin und ihrem Innenminister ohnehin schon ist. Tina Hassel, vielen Dank soweit für diese Information. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen zurück. Ja, wir haben es gehört. Nun ist es ja nicht so, dass es zwischen den beiden Unionsparteien noch nie gescheppert hätte. Im Gegenteil, die Machtkämpfe zwischen CDU und CSU, die haben eine lange Tradition. Nicht erst seit Merkel und Seehofer. Aber eigentlich hätte man nach der schwierigen Regierungsbildung und dem Widerwillen in der SPD gegen eine große Koalition den Bruch eher entlang der Linie zwischen Union und Sozialdemokraten erwartet. Nun aber seit zwei Wochen dieses unionsinterne Aufeinander zurasen, um zu gucken, wer als Erster irgendwie ausweicht. Und so war es nach den dramatischen Stunden gestern, heute nicht nur für die Journalisten ein Tag mit ungewissem Ausgang. Auch die meisten Politiker in Berlin flogen nur auf Sicht heute, berichtet Olaf Hiebig. Was jahrzehntelang bei CDU und CSU meist geräuschlos lief, ist in Zeiten wie diesen nicht mehr ganz so selbstverständlich. Eine Meldung, die gemeinsame Fraktionssitzung heute sei abgesagt, stiftete Unruhe. Gegenseitige Schuldzuweisungen inklusive. Um 14 Uhr ist der Saal dann doch gefüllt. Die Kanzlerin ist da, auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Später wird es das Treffen mit Horst Seehofer geben. Die Botschaft der Fraktion an beide Parteichefs sei deutlich gewesen, berichten Abgeordnete. Wir haben nicht mehr über die Sache diskutiert, sondern sehr direkt den Anspruch formuliert, es muss eine Lösung geben. Und das ist im Ton freundlich, verbindlich, aber ich glaube, die schärfste Form der Aufforderung. Die Fraktionsgemeinschaft will niemand hier aufs Spiel setzen, wird betont. Doch das Verhältnis ist angeknackst. Das der beiden Parteichefs scheint zerrüttet. Die Süddeutsche Zeitung zitiert Seehofer mit den Worten: Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. Veröffentlicht kurz vor dem erneuten Krisengespräch. Am Nachmittag treffen sich Merkel und Seehofer unbeobachtet im Büro von Bundestagspräsident Schäuble. Seehofers Rücktrittsangebot aus der vergangenen Nacht steht im Raum.
so kann es auch nicht gehen, dass sich nur eine Seite bewegt und die andere nicht, sondern wir erwarten, dass beide Seiten sich bewegen und dass deswegen auch dieses heutige Spitzengespräch zur Einigung. Horst Seehofer wolle die CDU-Parteizentrale wieder verlassen, solange es hell ist, sagt er, als er ankommt. Spät wird es aber ohnehin, wegen des Koalitionsausschusses, den die SPD dringend eingefordert hat. Die Zukunft dieser Regierung wird da besprochen. Und die Frage, ob es jetzt einen Kompromiss gibt oder eine Lösung, die natürlich auch die SPD mittragen muss. Es gibt ja keinen Automatismus, wenn sich die beiden Unionsschwestern einigen, dass wir das dann mittragen. Die SPD pochte bisher immer auf den Koalitionsvertrag. Jetzt hat sie noch einen eigenen 5-Punkte-Plan zur Migrationspolitik vorgelegt. Ein Beitrag zur inhaltlichen Debatte. Gerade in Sachfragen gäbe es auch in der Union gar nicht so viele Schwierigkeiten, heißt es, wenn es denn allein um die Sache ginge. Und in der Sache schalten wir jetzt wieder zurück zu Tina Hassel im ARD-Hauptstadtstudio. Tina, wir haben gerade gehört, es hat sich etwas bewegt. Was können Sie uns berichten? Ja, es scheint jetzt wirklich die Einigung zu geben auf diese Zentren grenznah, in die eben alle Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive zunächst untergebracht werden sollen. Die Kanzlerin soll da längere Zeit noch zögerlich gewesen sein. Die Frage war, was macht man zum Beispiel mit Flüchtlingen, die aus Italien kommen, auch nach Italien im Grunde zurück müssen, aber es mit Italien ja kein Rücknahmeabkommen gibt und Italien ja auch gesagt hat, wir nehmen keine zurück. Also was passiert mit diesen Menschen, die möglicherweise sehr lange dann in diesen Zentren untergebracht wären. Aber man hat sich da geeinigt. Das muss ein zentraler Punkt der Einigung sein, aber nicht der einzige, wie wir hören. Bis jetzt ist noch niemand vor die Kameras getreten und hat das bewertet. Aber nochmal, das ist eine Einigung der Union. Die CDU-Innenexperten, wie zum Beispiel Armin Schuster, haben sich begeistert gezeigt, haben das auch schon getwittert. Die sind also sehr, sehr angetan. Es gibt die Einigung. Jetzt muss noch der Dritte im Bunde mitspielen, nämlich die SPD. Das ist ein genauer Punkt, denn vor 3 Jahren gab es schon mal diese Vorschläge und Sie haben vorhin ja gesagt, da scheiterte es am Votum der SPD und am damaligen Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Wie könnten die SPD-Beteiligten an dieser Regierung denn jetzt darauf reagieren? Nun, zum einen muss man sagen, dass Andrea Nahles, die neue Parteivorsitzende, ja schon seit längerem vorsichtig beginnt, ihre Partei auf einen, wie sie sagt, realistischeren Flüchtlingskurs zu bringen. Nicht ganz ohne Widerstände aus der SPD haben wir natürlich auch jetzt schon nachgefragt und haben gesagt und haben das vorsichtige Signal bekommen, dass man sich darauf durchaus verständigen könnte, wenn diese Zentren nicht geschlossen sind. Also da wird man sicherlich noch mal gucken müssen im Detail, was heißt dann Residenzpflicht, aber was heißt nicht eingesperrt, also was heißt dann geschlossen. Aber Andrea Nahles, das kann man sagen, ist da anders aufgestellt als Sigmar Gabriel zuvor. Und insofern wird es sicherlich spannend werden, was so circa in 10 Minuten, in einer Viertelstunde, wenn dann der Koalitionsgipfel im Kanzleramt beginnen soll, was da dann im Detail besprochen wird. Ist damit denn dieser ganze Streit, der sich seit 2 Wochen so aufgebaut hat, vom Tisch sozusagen? Ist das der Durchbruch, auf den wir dann gewartet haben und diese ganze Regierungskrise ist vorbei? Nun, so einfach ist das nicht. Es ist so, und das war heute ja auch die Botschaft, dass alle verstanden haben, man kann mit diesen Chaostagen in Berlin nicht weitermachen, weil nur einer davon profitiert, nämlich die AfD und alle Menschen, die nicht mehr an eine Politik, die Lösungen schafft, glauben. Insofern ist das so eine Art selbstverordnete Zwangslösung in letzter Sekunde. Substanziell inhaltlich kann sie etwas bringen, aber die Blessuren, die Verletzungen, das Misstrauen, der ganze Ton, der ja in den letzten Tagen sich da aufgebaut hat, aber eben heute ja auch noch mal von Horst Seehofer, Ingo Zamperoni, Sie hatten es ja eben selber angesprochen, mit dem Zeitungsinterview gesagt wurde, die ist die Kanzlerin, nur weil ich sie dazu gemacht habe. Ich meine, das muss man sich vorstellen, das muss selbst eine kühle Wissenschaftlerin wie Angela Merkel, die natürlich auch darum kämpft, ihre Regierung zusammenzuhalten, erst mal wegstecken. Und die Personalie Horst Seehofer, was passiert da? Kann er Innenminister bleiben unter diesen Umständen eventuell?
Nun ja, wenn es eine Lösung gibt, auf die sich alle verständigen, wird er nicht zurücktreten. Insofern, und die anderen werden. Haben Sie die Zusage der SPD, dass Sie mitmachen? Ich wollte Ihnen das mitteilen und die Einzelheiten teilen Ihnen jetzt die beiden Generalsekretäre mit. Lösung für ein ganz zentrales Problem. Aber schwierig wird das ganz bestimmt und mit Sicherheit wird in dieser Koalition kein wirklich vertrauensvolles Klima mehr aufkommen können. Tina Hassel, vielen Dank für diese Einschätzung und liebe Zuschauer, wenn Sie das mitbekommen haben, eben gerade haben wir das Bild vom direkt live vom Konrad-Adenauer-Haus eingespielt, aber in dem Moment nicht genau mitbekommen, was Horst Seehofer da gesagt hat. Wir werden das versuchen, im Laufe des Abends noch nachzuholen. Es sei denn, Tina Hassel, Sie haben da schon jetzt erste Informationen bekommen, was bei rausgekommen ist, eben nee. Noch nicht. Insofern vielen genau. Dank für diesen Eindruck Gerne. Und die Analysen aus Berlin. Ja, meine Damen und Herren. Ein spannender Abend, der noch lange nicht zu Ende ist. Der neueste Stand der Dinge in diesem Tagesthemen extra erstmal soweit. Aber es bleibt spannend. Wir werden das Treffen des Koalitionsausschusses, was da eben rausgekommen ist und alle weiteren aktuellen Entwicklungen gleich weiter verfolgen. Und wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23:15 Uhr.